Treppe in der aufgegebenen Mine kann er mit Hilfe der Steine, die sich auf einer Holzplanke befinden. Ach ja, das ist ja irgendwo hier. Ja, okay. Rechnet er nicht, dass ich hier mit Organhüpfer rumschieße. Diesen, indem er die Holzplanke zerstört und so wieder zur Ausgangspunkt zurückfindet. Ein Laptop eines Expeditionsmitgliedes, der aber keinen Not enthält, sonst würde er mir das jetzt anzeigen. Kann er mit Hilfe der Steine, die sich auf einer Holzplanke über dem Schacht befinden. Ach so. Aha, ich bin ja auch dämlich. Oh Gott. Kann ich wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ah! Ja geil, ich habe den Raketenwerfer sozusagen. Aber hier immer noch nicht. Ja krass. Also, so. Na endlich. Quick save, quick load. Na, jetzt hat das auch anscheinend ordentlich geladen. Ja. So, ich hatte jetzt 7 und 8. Dann brauche ich jetzt ja noch 9. 5, 6, 7 war da unten. 8 ist über dem Feuer. So, warte mal. Stimmt, das wollte ich mal gucken. Ist der Panzer zerstört, öffnet sich der Ausgang, man in Zukunft Sanitätsbereich. Dort findet man Batterien etc. Der Wissenschaftler an der Wand ist Arzt und kann den Spieler heilen, wenn er weniger als 5 HP hat. Das ist normal. An der gegenüberliegenden Wand vor dem Kontrollbüro am Ende des Ganges steht er, kann er geduckt durch die Durchreiche in der Scheibe auf dem Schalter steht Ritz Control schießen. Welcome to the Black Mesa target range, where you will receive training in firing a weapon, reloading, and firing the attached grenade launcher. Please pick up your weapon and advance to the firing station. Access denied. Access is denied. Und so die Treppe in der Schießhalle wieder nach oben fahren. Thank you.
Okay. Summen kann man hier runter. Hier rein. Hier hin. Hier rein. Denn das wow, das ist krass. Mit ein paar geschickten Sprüngen Secret 8. So, ja, klar. I want to go to the surface. What if the world finds out what we were doing down here? Aber ich brauch Secret 9. Das war da gerade nicht. Secret 9, über dem Feuer bei den beiden. Okay, da muss ich mal kurz hin. So.
hier will sie mich runterlassen. Kann man hier springen? Kann man hier springen? Nee, also auf die Lampe soll man entspringen. Kann man hier entspringen? Er steht da oben. Dann kann man da oben aufspringen. Hier. Kann man hier lang. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Can we do this later? Nummer 9. Oh, mit dem, da kann ich die Temperatur im Kanal um die Hälfte reduzieren. Das ist ja auch schön. Zurück ist dann klar. Jetzt muss ich 15 haben. 15. Did you submit your status report? Dieser Security Lock, der ist ja hier auch irgendwo, ne? Bevor man da nämlich hinkommt. Das habe ich da unten alles schon. Have suit charger, bla bla bla, Freeman, Wasser, Zugangskanal, kann man von hinten da ran, bla 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 bla. Für das Parkour-Sendungswerte Training. Hologramm mit einem Wachmann, der kommt 13. Der Code wird ja nicht erwähnt, wahrscheinlich der gleiche. 15, na, hier bin ich auch richtig, okay. Krass, Alter. Da denkt man irgendwie dran. Ich habe schon überlegt, wie man da irgendwie hin kann, aber... Thank you.
Sprungtrick zu 50. Oder Low Trigger ist auch heftig. Weil hier drüben im Raum ist eine Welle zu spät.
die Laserspeisung der Zwischenmaschine. Ah, ja, dann. Okay, dann steht hier auch Richmond drauf. Dann macht das Sinn. So, 19. Secret 19 ist dann hier schon. Ich finde ihn persönlich am coolsten. Obwohl. Nicht schlecht. Nein, hier ist dann Durchgang. Na, dann muss man hier hoch und dann kommt man hier rein und dann kann man das auch. Wow. Ich wollte jetzt hier durch. So, das heißt. Ne, Access denied. Reißt ihn, weil er einfach ein heftiger Typ ist. Ich hoffe, dass nicht gleich wieder die ganze Zeit diese Attic schreit. So, dann schließt man hier hinten seinen besten Kameraden ja kurz. Mega geil, ey. So, ich bin auch schon so ein bisschen. So, schleudert einen rückwärts. 19. Danke, Spiel. Dort kann im obersten Wartungsraum der Zisterne der Wartungsbereich geöffnet werden. Ach so. Und no free addicts. 3, 2, 1, jetzt. Ach so, heilige Mutter Maria Führer. Oder? Das Wartungsding geöffnet werden. Ernsthaft. Da leuchtet das Secret. Subject missed. It's the only chance to complete the course. Was will er mich denn jetzt verarschen?
Außer das jetzt, weil ich den ganzen Piss hier nicht mitgenommen habe. Na komm, dann holen wir ihn halt. Okay. Spiel trollt mich. Das Spiel trollt mich. Gott, ich breche ins Essen, Alter.
Bitte fade. Das ist das Einzige, was mir ernsthaft noch fehlt, ne? Und da komme ich nicht ran. Wenn er mir sagt, das Postnote Object Missing. Ich habe bloß keine Ahnung, was das mir bedeuten soll. Ich kann natürlich mir den Wagen mal von ganz hinten holen, ne? Course terminated, subject missing is the only chance to complete the course. Was das jetzt heißt, das würde ich gerne wissen. Liegt es daran, dass mir das jetzt hier alles von hier oben fehlt? Fehlt mir da eine Bedingung? Aber ich kann ja hier auch komplett ohne alles durchjodeln, weil hier gibt es ja nichts Wichtiges. So, also. Thank you.
bisschen. Right. Go for it. Da stellt er sich wieder brav. Never gonna make it. You better go on. Access denied. Host frame rate 100. Aim to engage the train. Aim to engage the train. Press your forward and backward keys to increase or decrease the speed of the train. Security lock is ended. Ja, dann gibt's da den und den. So, danke schön. Emergency. User dead imminent. Security lock is ending. Are you 100% sure that theory of yours is correct? Access denied. Access granted.
You'll just have to wait until after the test. Please, leave me alone until after the experiment. Access granted. This is all within theoretical limits. Schlag immer wieder auf, ey. Wie dumm. Ja, bin ich anscheinend. Okay. Na, nun komm.
Ich bin auch genau davor gestoppt, ne? So, jetzt. Nee, ich will die neue Cheat Engine nicht. Nee. Nimm mir die Half-Life Engine. So, wir haben jetzt 2019, haben wir ja. 20 alle. Es muss ja irgendein Wert auf 21 sein. So, jetzt muss irgendein Wert wieder auf 20 sein. Muss ja irgendeiner wieder 20 sein. Und das sind nicht viele. Also das sind ganz viele, aber. Das sind alles keine vollen Werte. Null. Oh Gott, das sind viel zu viele Nullen. Die ganze Zeit zwischen 0 und 1 in Shadow Center, das ist denn hier. Ja komm, du kannst doch 100 Millionen anzeigen. Nerv doch nicht. Och komm, ja. Previous Scan alleine. Ich rape dein Previous Scan. On air. Muss jetzt ja wieder auf 0 sein. Er ist jetzt wieder auf 1. Ist jetzt wieder auf 0. Ist jetzt wieder auf 1.
ist jetzt wieder auf 0. Ist jetzt wieder auf 1. Und er ist jetzt wieder auf. Das ist das der. Ne, ist jetzt wieder auf 0. Eigentlich immer nur einer weg, ne? So, und da ist jetzt wieder 1. Und laden. Und dann ist er wieder auf 0. Ja, da ändert sich nichts mehr. Oh, es gibt viel zu viele, die sich auf 0 und 1 ändern. Weil die ändern sich ja gefühlt alle. Ja, da muss ich jetzt. Also ich tippe ja mal auf den ersten. Wenn ich den auf 1 ändere, dass er das Spiel beendet. Ja. Ja, okay, die ändern sich sowieso. Ich könnte aber natürlich, jetzt gibt es ja einen Wert, der auf 0 ist. Free Addicts beim Umschalten. Quick Save, Quick Load, zack, Cheats aktivieren, speichern, laden und hin und her fliegen. Schon richtig angenervt, ne? Aber. Leute hier vor mir.
Muss ja auch mal ein paar Sachen auf eBay verkaufen. Nervt mich nicht. Ja, das habe ich hier auch schon. Hier bin ich ja vorhin schon mal durchgelatscht. Eigentlich bin ich überall durchgelatscht. Ursprünglich existiert das nämlich auch alles gar nicht mehr. Weil der Trigger ihm sagt, dass das hier schon kaputt ist. So, eigentlich soll sich jetzt nämlich auch Teil 3 öffnen. Hey, ich hab's geschafft. You got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Go right on through, sir. Looks like you're in the barrel today. Ach, du nicht, ja? Du kleiner Mongo, Alter. Okay. So. Man steht hier bestimmt, weil... das so ist. So, was ist das? Was ist das da in der Mitte? Na, ich habe alle Secrets. Mir egal. Das kriege ich bestimmt hier in der Mitte. Hier kriege ich das bestimmt.